Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ableton Live Insider Tipps. Und zwar zu der Miniserie über die Standard Presets in Live 9. So, dieses Mal geht es um das Slicing. Und da unter User Library, Defaults und Slicing sieht man schon, habe ich hier einige Presets, die ich benutzen kann. Da sind noch einige noch von Live 8, wie man sieht. Und wir können auch eigene machen, und zwar auch mehrere. Die kann man dann jeweils auswählen. So, und was man da machen muss, ist erstmal ein leeres Drum Rack. Und dann können wir da entweder einen Simpler oder einen Sampler hinzufügen, je nachdem, was wir da möchten. Ich nehme jetzt einfach mal den Sampler. Und da werde ich dann auch wieder irgendwelche Einstellungen ändern, damit man das sehen kann. Das kann ich nochmal machen. Ich mache den Filter aus. Und was wir dann genauso machen können, ist, wir können auch irgendwelche Audioeffekte hinzufügen. Zum Beispiel könnten wir da einen Glue-Kompressor hinzufügen. So, gucken wir mal, Einstellungen. Machen wir es einfach mal so. Gehen auch mehrere noch. Und wenn wir das dann fertig vorbereitet haben, dann können wir hier noch Makros mappen. Das heißt, ich könnte hier dann zum Beispiel das mappen und so weiter und so fort, je nachdem, was man da so drin hat. Es geht jetzt nur darum, das schnell zu zeigen. Das heißt, immer macht euch das als komplettes Preset fertig, so wie ihr das wollt. Bis zum Makro-Mappen könnt ihr alle 8 mappen. Und dann müssen wir wieder in die User Library und ziehen das dann einfach hier drauf. Und das nenne ich jetzt mal Test. So. Und dann nehmen wir mal hier einfach irgendein Sample wieder. Nehmen es erstmal hier drauf. Ja, ist vielleicht ein bisschen kurz. Obwohl, kann man trotzdem kurz mit zeigen. So, dann Rechtsklick ausführen und auf neue MIDI-Spur slicen. Nehme ich jetzt einfach mal die Warp-Markers und dann kann ich hier noch das Preset für das Slicen auswählen. Und dann sieht man hier, habe ich jetzt auch das Test-Preset, das ich auswählen kann. Mache ich einfach mal. Und dann sieht man hier ein Drum Rack, 3 Slices. Und die haben alle genau diese Einstellung drin, wie ich es beim Preset vorbereitet hatte. Und das ist auch schon gemappt. Und zwar für jedes, wie man sieht. Gut. Ich hoffe, ihr fandet es hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Falls du neu bei Ableton Live oder Push bist, dann schau dir meine Online-Videokurse an. Mehr Informationen findest du auf meiner Webseite sonicbloom.net/de/kurses.